Ja, hallo Freunde, hier ist wieder Vagant und ich habe wieder ein Unboxing vor mir, beziehungsweise zwei, die ich nacheinander mache. Ich habe wieder bei meinem Lieblingsmodellbauladen Modellbaukönig gestöbert und bin auf ein Fahrzeug gestoßen, was ich mal wieder nicht kannte, wohl von der US Army. Und das ist der M1117 Guardian. Ist mir sonst kein Begriff gewesen, scheint noch nicht sonderlich lange dort in der Truppe zu sein. Ich weiß auch nicht. Ja. Angeblich steht da steht jetzt, wie ich gerade sehe, 2001 drauf, habe ihn trotzdem noch nicht gesehen. Ja, und dann konnte ich nicht nein sagen. Dieser Bausatz kostet, glaube ich, so um die, boah, sagen wir mal, 25 Euro. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Ist aber sehr schön. So. Und packe ich mal aus. Zuerst die Anleitung. Ja, also so ein Vierradfahrzeug. Also mir hat das gefallen. Also das Design hier an der Seite bei der Packung sieht man das mit der Tür, diese geknickte Tür. Finde ich echt klasse. Und ich glaube, die kann man so ausklappen. Ich weiß das nicht. Ich habe da noch nicht viel gesehen. Bei YouTube gibt es ein Video von dem Fahrzeug, wo so ein paar Amis versuchen, mit zwei von den Fahrzeugen eins aus dem Dreck zu ziehen. Und das schaffen sie mit sehr großer Anstrengung. Ich finde es toll. Also hier Farbschemata, das ist so ein Wüstentarn. Und genauso will ich ihn auch anmalen. Und ich mache nicht den Fehler und lass ihn altern und dreckig werden und so, weil beim Militär sind die Fahrzeuge nicht alt und dreckig. Und nur wenn sie unterwegs sind, sind mal Schlammspritzer oder so da und die Reifen sind sowieso staubig ein bisschen, das werde ich machen. Aber nicht, ich habe ein Video gesehen, da werden dann mit Shipping Lackplatzer gemacht und abgenutzte Stellen und so. Und Militärfahrzeuge werden nicht mit der Sprühpistole lackiert, im normalen, das ist aufgebranntes Pulver, die werden gebacken. Da ist nichts großartig mit abnutzen. Selbst wenn man da mit dem Hammer draufhaut, kriegt man die Farbe normalerweise nicht so leicht ab. Und deswegen, auch wenn die länger im Einsatz sind, die Fahrzeuge, sieht man von der Karosserie nichts. Und bei den neuen Fahrzeugen, bei den Zweiten Weltkriegs, da sieht das anders aus, aber hier nicht. So, zweite Seite. Ja, wieder so ein Carfor mit, ja, sieht aus wie Bundeswehr-Flecktarn, wie Bundeswehr-Tarnlook. So möchte ich das Fahrzeug nicht haben. Also Sand. Ach ja. Und dafür, um Sand und so richtig darzustellen, habe ich mir mal wieder von AK Interactive was geholt. Jetzt reicht das mit dem Licht nicht. Also die Kamera hängt sehr weit oben und die Lampen sind nicht so. Genau, aber das kann man trotzdem erkennen. Ja, und denn das hier, Plaster Base, das ist wahrscheinlich normaler Gips. Könnte man sagen, geh in den Baumarkt und kauf dir für 1 € eine Tüte Gips. Diese Packung, die hat fast 5 € gekostet und für 100 Milliliter, das ist vielleicht ein bisschen hoch, aber ein bisschen viel. Ich muss aber nicht in den Baumarkt. So. Und das benutzt man um beides zusammen. Da gibt es ein Tutorial, was mir gefallen hat, um genau das darzustellen, wie ich es will, so mit dem Schlamm und so, ne? So. Zur Anleitung. Wie immer, die Gussäste werden kurz gezeigt und wie man das nicht anders gewohnt ist von Trumpeter, detaillierte, ja, Bauschritte und was ich auch wieder gut finde, pro Bauschritt nicht 100.000 Teile, wie bei Dragon, sondern schön gesittet nacheinander die Teile. Gesittet, kann man das sagen? Ja. Ob der mit Inneneinrichtung ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Das sieht nämlich nicht danach aus. Ja, mir gefällt das Design von dem Fahrzeug. Das wirkt dann doch schon so ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film. Ich freue mich auch schon drauf. So, das war die Anleitung. Und das packe ich mal zur Seite. So. Nun zu dem. Kann ich das hier stehen lassen? Ja. Mach das einfach mal. So. Erster Gussrahmen. Also glatte Teile. Und hier, ich weiß nicht, wozu das gehört. Hier ist eine.
Ich nehme mal die Lampe höher. Warte mal, gucken, ob das geht. Kann man das sehen? Hier drauf ist eine feine Struktur. Ich weiß nicht, ob das auf der Oberseite von dem Fahrzeug eingebaut wird oder wo auch immer. Ich kann nicht, aber das gefällt mir sehr. So, Guss erst ohne Gussfehler, so wie ich das sehen konnte. Nichts Besonderes. Hier der kleine Geschützturm, der oben drauf kommt. Also auch detailliert. Hier sind so Sandflächen. Klasse. Die Zuführung für den Granatwerfer. Sieht auch gut aus. Hier ist der 40 mm Granatwerfer. Das ist ein gutes Teil. So. Clear Parts ein paar und eine kleine Kette. Kleine Kette. Wow, wird wohl hinten oder so dann runterbaumeln. Ich weiß das noch nicht. Ja. Gummireifen. Und was steht drauf? Goodyear, zufällig. Nee, kann ich jetzt gerade nicht lesen. Aber schöne Gummibereifung. Auch gut gegossen. Ich nehme zuerst die weiteren Gussrahmen. Ja, die Aufhängung, die Radaufhängung. Hier ist mal wieder ein abgepolstertes Teil. Hier die Oberseite. Türen mit Innenverkleidung sehen auch gut aus. Also wenn man die offen darstellen will, hat das auch noch Innenverkleidung. Das gefällt mir sehr. So. Hier nochmal Fahrgestellteile. Die Reifen. Irgendwas Eingepacktes zum Schutz. Wird wahrscheinlich auch fürs Fahrgestell sein. Das Auto besteht ja fast nur aus einem Gehäuse und Fahrgestell. So, ja, jetzt kommt natürlich das Hauptteil. Das ist die Karosseriereserve, die Wanne und den Aufbau. Und das sieht irgendwie so geknickt aus. Das will ich jetzt mal wissen. Ich mag keine schiefen Modelle. Also von Trompeter bin ich sowas auch nicht gewohnt, dass irgendwas schief und krumm ist. Ne? Das kann vielleicht sein, dass durch dieses Schutzteil hier. Na, wie weit geht denn das? So, weg. Ja, wenn man sieht, es ist deutlich geknickt, aber an einer Stelle, wo das nicht schlimm ist, ein bisschen biegen. Also ich denke mal, wenn man das auf die Wanne aufklebt. Ah, hier ist für die Winde, für das Abschleppseil. Ist da alles so? Ich setze das mal kurz auf. Das ist natürlich... Ich bin jetzt mal neugierig, deswegen mache ich das jetzt mal. Ja, wenn man das sektionsweise klebt, dann zieht sich das auch auseinander und sieht dann sauber aus, wie es aussieht. Also die Teile ein bisschen fummeln. Sieht man, passt das auch alles wunderbar aufeinander. Also die Güsse sind ziemlich gut. Also ausbessern muss man hier nicht viel. Cooles Teil, cooles Design, echt. Das gefällt mir. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Striker. Der Striker sieht natürlich noch ein bisschen futuristischer aus, aber trotzdem, das gefällt mir, das ist super. So, weiter geht's. Deckel-Set. Ein paar mehr Deckels. Zahlen in verschiedenen Größen, Buchstaben sind hier drauf zu sehen. Die amerikanische Flagge und eben, was so dran muss an das Fahrzeug. Und, achso, zwei Foto-Ads-Bögen. Oh, schön, ich liebe Gitter. Fotogeätzte Gitter finde ich geil. So. Das sind wohl Panzerplatten vorne. Aha. Krass. Ja, schöne Teile. Auf jeden Fall. Mir gefällt der Bausatz jetzt schon. Also ich bin eigentlich von Trompeter auch keine schlechten Bausätze gewohnt. Ja, so. Schön alles schnell wieder einpacken. Da sind ja nicht so viele Gussrahmen drin. So. Gut, das war denn jetzt mein Unboxing. Fazit zu diesem Bausatz. Kleiner Karton mit ausreichend viel drin, würde ich sagen. Ups, wieder verkehrt rum. 1:35 natürlich und ein paar Stunden Bastelspaß und mal gucken, wie der aussieht. Optisch mit dem Hammy passt er bestimmt gut zusammen, wenn man so ein Wüstendiorama macht. Mal schauen. So.
Ich danke euch fürs geduldige Zuschauen. Wenn ich zu viel Blödsinn dazwischen gelabert habe, tut mir das leid. Ich bin ein bisschen abgelenkt im Moment und da kann es sein, dass ich mal ein bisschen Unfug dazwischen rede oder zu lang irgendwas rede. An dieser Stelle Entschuldigung auch schon im Voraus für den nächsten Bausatz, der jetzt gleich kommt, der da liegt. Aber erstmal muss ich das Video kurz fertig machen und hochladen. Also, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat und nur ein bisschen Daumen hoch, würde mich freuen. Ich freue mich auch wieder über jedes Abo. Und ja, ich werde auch in Zukunft versuchen, die Videos, die ich mache, zu verbessern. Und falls ihr Anregungen und Ideen habt oder mir helfen könntet, würde ich mich sehr freuen darüber. Ja, bis dann, bis zum nächsten Video. Also, haut rein, ciao.